Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Informiert-Special auf meinem Kanal. Im Rahmen dieses Videos werde ich euch auf vielfache Nachfrage hin mal mein PC-Setup vorstellen, was gleichzeitig ein Gaming- und Streaming-Setup ist, über das ich mir sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht habe, wo ich mich ausführlich informiert habe, Vorteile und Nachteile abgewogen habe, um hier in einem möglichst guten Preis-Leistungs-Verhältnis eine Maschine zu erhalten, die mich sowohl beim Spielen als auch beim gleichzeitigen Streamen oder Aufzeichnen von Gaming- oder Informationsvideos zufriedenstellt. War gar nicht so einfach, aber am Ende bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden. Von Gehäuse über CPU bis hin zu RTX und warum überhaupt RTX, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die mir wichtig erscheinen, werde ich euch heute einiges über mein Setup erzählen und auch zeigen. Und das Ganze läuft im Rahmen einer Videopremiere ab, damit ihr schon während ihr euch das Video anschaut oder beziehungsweise schon während der Veröffentlichung des Videos mit mir chatten könnt, dass ich euch Fragen beantworten kann im Live-Dialog, was ich natürlich auch sehr gerne noch mache, wenn ihr anschließend etwas in die Kommentare schreibt. Ja, was ihr da so im Hintergrund seht, das ist schon mal eine Aufzeichnung meines PCs, wie ich ihn mir über Dubaru zusammengestellt habe. Und im Dezember 2018 erworben habe. Wie gesagt, bis heute bin ich damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Gut, was waren meine Überlegungen? Also, bevor ich zu meinen Überlegungen komme, die ich bei diesem Setup angestellt habe, möchte ich darauf hinweisen, vielleicht wundert ihr euch, warum oben in der Ecke Werbung eingeblendet ist. Das ist zum einen rein vorsichtshalber, also was ich hier sage, ist komplett meine Meinung, weil es geht ja auch um meinen PC, das wird auch nicht gesponsert von Dubaru oder irgendeinem anderen Anbieter. Aber wenn ihr euch diesen Rechner selber zusammenstellen wollt oder einzelne Produkte kaufen wollt, dann habe ich euch Affiliate-Links in die Videobeschreibung gepackt, wo ich ein bisschen was verdiene, wenn ihr auf diese Links klickt, aber auch wenn ihr irgendwas anderes über diese Links kaufen solltet. Deswegen das Ganze hier als Werbung gekennzeichnet. Bei Dubaru hatte ich auch mal angefragt, ob die mich möglicherweise bei diesem Video unterstützen würden. Da habe ich aber jetzt mehrere Wochen lang keine Antwort drauf bekommen. Nur, dass man eben meine Anfrage in den Bereich Marketing weitergeleitet hat. Das tut aber meiner Meinung keinen Abbruch, dass es sich hier um eine sehr gute Firma handelt, wo man auch sehr gut und rasch individuell beraten fühlt. Das Einzige, was mich an Dubaru ein bisschen stört, ist so das Prinzip, wenn ich an fertigen PCs Bauteile hinzu- oder wegnehme, dass ich immer nur Differenzpreise angezeigt kriege und mir darüber im Prinzip ausrechnen muss, wie denn eigentlich die Endpreise der einzelnen Komponenten aussehen. Es gibt noch viele andere Anbieter, wo man sich seinen PC individuell zusammenstellen und mittlerweile zusammenbauen lassen kann, wie zum Beispiel bei Mindfactory, wo es auch immer viele einzelne Teile günstig gibt im Rahmen der Zack-Zack-Angebots bei der Firma Alternate, habe ich euch hier auch verlinkt, zu erreichen über personal-computer.de. Gut, fangen wir aber nun einfach mal an und gehen direkt ins Eingemachte. Dazu werde ich hier mal meine zweite Kamera dazu schalten. So, da seht ihr nämlich da unten schon mal liegen das entsprechende Gehäuse, was ich mir geholt habe. Da musste ich ein bisschen abwägen. Also, ich habe hier viele Jahre lang mit einem relativ alten Schätzchen gearbeitet, mit einem Core 2 Duo in einem Standardgehäuse. Und der ist sehr, sehr, sehr laut gewesen. Apropos laut, ich stelle hier mal gerade an meinem Darkbase-Gehäuse den Lüfter ein bisschen runter. Weiß gar nicht, ob man das hier wahrnehmen kann, während ich das Headset aufhabe, aber ich habe es vorsichtshalber einfach mal gemacht. Da war es mir eben wichtig, dass ich, weil der Rechner tatsächlich fast so neben mir steht, wie hier das Hintergrundvideo vermuten lässt, also so schräg über mir, wollte ich, dass die Geräuschkulisse möglichst sanft zu meinen Ohren ist, also mich nicht übermäßig stört und vor allen Dingen
nicht allzu sehr stört, euch Zuschauer nicht allzu sehr stört, wenn ihr euch meine Aufnahmen anguckt, die ich an diesem PC mache. Nach langem Suchen habe ich mich dann entschieden, hier unten ein Gehäuse von Be Quiet zu kaufen, weil die doch immer mit unter den Top-Ergebnissen liegen, was leise Gehäuse angeht. Was hier ein bisschen die Geräuschstimmung ein bisschen stört, ist, da wusste ich noch gar nicht, bevor ich mich informiert habe, dass mir das überhaupt wichtig sein könnte, dass hier eine gehärtete Glasscheibe am Rand ist, damit man eben auch sich die Komponenten im Inneren angucken kann, weil dadurch, dass mein Rechner hier so präsent in einem Wohnraum auch steht, fand ich, ich könnte es in meine Preis-Leistungs-Überlegung durchaus mit einbeziehen, hier das Ganze auch optisch entsprechend schön zu gestalten mit LED-Beleuchtung. Und wer LED-Beleuchtung noch nicht kennt, mit LED-Beleuchtung ist alles besser und vor allen Dingen alles schneller. Nein, natürlich nicht. Spaß beiseite. Aber es macht einfach gut was her. Und deswegen habe ich da bei der Komponentenauswahl auch ein kleines bisschen drauf geachtet. Allerdings ohne hier Leistungs- oder Komforteinbußen wirklich in Kauf zu nehmen. Ja, also wie gesagt, hier das Darkbase 700, meiner Meinung nach eine ganz ausgezeichnete Wahl. Vor allen Dingen auch wegen den Silent Wing Lüftern, die dort verbaut sind, die das Ganze nochmal extra leise machen. Was das Gehäuse nicht so ganz abdämmen kann, ist, wenn man sieht es hier gerade im Hintergrund, wenn der CPU-Lüfter hier ziemlich aufdreht und die Grafikkarte bei hoher Beanspruchung ziemlich aufdreht, dann kann man es schon deutlich hören. Also wer in absoluter Geräuschstimmungsfetischist ist und die Beleuchtung völlig egal ist, der sollte vielleicht ein Gehäuse wählen ohne gehärtetes Glas zum Reinschauen und ein komplett gedämmtes. Da hat man nochmal deutlich mehr Ruhe. Ja, und zu einem Be Quiet Gehäuse mit Be Quiet Lüftern gehört natürlich auch ein dementsprechendes Netzteil. Und zwar habe ich mich hier für das Straight Power 11 mit 650 Watt entschieden. Grundsätzlich würde meine Rechnerkonfiguration auch mit einem etwas schwächeren Netzteil funktionieren, aber ich wollte hier ein kleines bisschen für die Zukunft vorbauen. Der eine oder andere und auch andere, die ihre PC-Setups so im Netz vorstellen, sagen, Quatsch, macht man doch nicht. Weil im Grunde ist doch der Weg dahin, dass Komponenten in Zukunft immer weniger Strom verbrauchen, sodass man diese Leistungsreserven eigentlich nicht braucht. Gut, da kann man der einen oder auch der anderen Meinung sein. Meiner Meinung nach, hier 100 Watt in Reserve zu haben, schadet hier meiner Meinung nach nicht. Und man sollte auf jeden Fall in ein gutes Netzteil investieren, das auch Stromschwankungen vermeidet und so euch nicht nur eine entsprechende Range an Watt zur Verfügung stellt für mögliche Geräte-Upgrades, sondern auch dafür sorgt, dass euer PC-Innenleben möglichst lange lebt, sprich, indem es von Stromspannungsspitzen verschont bleibt. Ich kann euch dazu auch sagen, ich habe mir auch mal angeguckt, ja, Leistungsreserve hin oder her. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine RTX-Grafikkarte, kommen wir gleich noch zu, wenn ich da auf das nächsthöhere Modell umsteige, hätte ich mit einem schwächeren Netzteil schon Probleme. Gut, soweit erstmal zum Gehäuse und zum Netzteil. Wie gesagt, wenn ihr zwischendurch Fragen habt und gerade live bei der Premiere dabei seid, schreibt es gerne in den Chat. Oder auch hinterher in die Kommentare. Ich freue mich sehr über eure Meinung auch. Vielleicht habt ihr ja auch eine ganz andere und Ideen, wie man das Ganze ja nochmal optimieren kann. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es hier explizit ein Setup ist zum Spielen und zum Streamen und zum Aufzeichnen. Und zwar das alles gleichzeitig war mein Wunsch. Und das zu einem einigermaßen akzeptablen Preis war gar nicht so einfach. Zu dem Preis, den ich bezahlt habe insgesamt, kommen wir dann etwas später. Gut, wir haben das Gehäuse, wir haben das Netzteil. Was brauchen wir noch, wenn wir da so ein leeres Gehäuse stehen haben mit einem Netzteil drin und Lüftern drin? Genau, wir brauchen ein Motherboard. Hier habe ich mich für ein Board entschieden, was für die neuesten AMD-Prozessoren tauglich ist. Und zwar das X460 Gaming Pro Carbon von der Firma
MSI, was sowohl von den Aufrüstmöglichkeiten als auch von den Anschlussmöglichkeiten, die es hier gibt, meine Ansprüche voll erfüllt. Also sei es der mögliche Speicherausbau, seien es aber auch die einfachen Übertaktungsmöglichkeiten, die ja eingestellt werden können, die PCI Express Lanes, alles was es da so gibt, entsprechende Audioanschlüsse und so weiter. Und das Gaming Pro Carbon hat halt auch dementsprechende Audioanschlüsse und so weiter. Also alles, was man braucht, USB in allen Ausprägungen, vorne, hinten. Also eine ganz schicke Sache. Wenn es euch im Detail interessiert, findet ihr die technischen Spezifikationen ja überall im Netz. Also hier das X470 Gaming Pro Carbon. Eigentlich wollte ich mir gar nicht dieses hier holen, sondern das Gaming Pro Plus, weil das Gaming Pro Plus gleichzeitig noch eingebautes WLAN hat, was mir hier für die eine oder andere Komponente oder für das eine oder andere, was ich in meinem Setup vorgehabt habe, wichtig erschien. War nicht verfügbar, ist aber auch nicht schlimm, weil für relativ kleines Geld bekommt man sowas hier zum Beispiel. Das ist hier von Asus, das PCAC55BT Dualband, sperriger Name. Bedeutet aber nichts anderes, als dass ich hier über so eine kleine Steckkarte, die sich zusätzlich im PC befindet, mein WLAN habe und auch noch gleichzeitig Bluetooth habe, sei es für Datentransfer oder für verschiedene Möglichkeiten eines Kopfhörersetups. Also da bin ich bis jetzt auch ganz zufrieden damit und bereue es nicht, dass ich eben nicht auf das Plus-Modul gewartet habe. So ein bisschen was von den Komponenten, die ich sonst noch in meinem Rechner drin habe, da sind die Verpackungen hier drin in der von dem MSI Motherboard. Ich habe mich bei der Ausrüstung des Rechners, was jetzt die Speichermedien angeht, dazu entschieden, überhaupt gar keine klassische Festplatte mehr einzubauen. Also man bekommt ja noch oft mit, oder viele sagen, ja, also man baut eine SSD, Solid State Drive, ein für Windows und für die wichtigsten Programme und nimmt dann als Datengrab oder für die Videoaufzeichnung oder was man so macht, noch eine klassische Festplatte oder eine Hybrid-Festplatte oder irgendetwas in dieser Richtung. Oder wenn man mit Intel-Prozessoren arbeitet, vielleicht noch mit zusätzlichem Optane-Speicher, der nochmal zwischencached. Da habe ich mich aber dagegen entschieden. Ich habe hier zum einen mal für die Hauptlast, die ich speichern muss, zwei Crucial MX500 SSD-Platten, jeweils 512 GB groß. Da habe ich auf die eine Platte, das ist übrigens ganz wichtig, das so aufzuteilen, meine Spiele zum Beispiel drauf für meine Let's Plays. Und eine weitere MX500 nur für die Videoaufzeichnung. Das sorgt nämlich dafür, dass die Aufnahmen und das Streaming weniger ins Stocken geraten. Und insgesamt ist es auch für die Systembelastung günstiger. Und das Betriebssystem habe ich auf keine von diesen beiden SSDs installiert, sondern ich habe mich entschieden, eine... jetzt muss ich nochmal gucken, wie war die Abkürzung? Ich verwechsel das nämlich immer. Eine NVMe SSD zu verwenden, die statt 500 GB pro Sekunde, die diese normalen SSDs über den SATA-Anschluss schaffen, kann diese 970 Evo von Samsung, NVMe M2 Steckplatz, nämlich mehrere Gigabyte pro Sekunde schaufeln. Hier scheiden sich noch so ein bisschen die Geister, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man sagt, okay, beim Laden von Spielen, Programmen oder ähnlichem, ja, da würde man es kaum merken. Und beim Systemstart merkt man es auch kaum. Also ich persönlich merke schon einen Unterschied. Und wo man auf jeden Fall auch einen Unterschied merkt, ist, wenn man zum Beispiel Videos nachbearbeitet und rendert und große Dateimengen auf einem Speichermedium hin und her geschoben werden sollen, dann lohnt sich das hier auf jeden Fall. Dieser NVMe M2, der läuft im Prinzip über eine PCI Express Lane. Man muss da noch ein bisschen bei den Anschlüssen aufpassen.
Es geht, es gibt auch andere NVMe SSDs. Es gibt welche, die steckt man zwar in diesen normalen Steckplatz rein, aber die haben nur die Geschwindigkeit einer normalen SSD. Da muss man dann sehr auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auch achten. Und es ist oft so bei Boards, die mehrere NVMe Steckplätze haben. Die sehen gleich aus, aber der eine unterstützt zum Beispiel diese hohe Geschwindigkeit und der andere nur die niedrige Geschwindigkeit. Und manche von diesen NVMe-SSDs unterstützen von vornherein nur Geschwindigkeiten, wie es die normalen SATA-SSDs tun. Also da bei der Auswahl genau hingucken. Ich habe genau hingeguckt und habe mich hier, wie gesagt, für die Crucial MX500 in zweifacher Ausführung entschieden und eine 970er Evo NVMe M2, allerdings nur, weil ich auf die Preis-Leistung eben geachtet habe, erstmal nur 256 GB. Das sollte aber für Windows 10 as a Service noch sehr lange reichen und auch um mal das ein oder andere Programm darauf zu installieren und auch um ein bisschen Videoberechnung auch zu machen. Ne? Ich arbeite ja hauptsächlich auf YouTube. Bin auch erst einmal an das Videogrößenlimit von YouTube gekommen, wer es noch nicht wusste. Es liegt bei rund 120 GB, aber das muss man auch erstmal schaffen. Da habe ich einen Livestream produziert, der auch beinahe das Limit von YouTube ausgereizt hätte. Wenn es interessiert, schaut euch doch gerne mal auf meinem Kanal um. Vielleicht verlinke ich euch auch das ein oder andere von dem, was ich euch jetzt erzähle, in der Infobox. Gut, was braucht man noch, wenn man das Motherboard drauf hat? Man braucht noch einen Prozessor, eine Grafikkarte und Speicher. Beim Speicher mache ich es kurz und knapp. Nach vielem Hin und Her und Überlegen habe ich mich für DDR4 RAM mit einer Geschwindigkeit von 3,2 GHz von der Firma G-Skill entschieden, und zwar für den Trident ZCL16 RGB Speicher. RGB dabei ganz wichtig, muss nicht sein, aber macht einen schönen Fuß. Nein, macht einfach in der Gesamtzusammenstellung optisch gut etwas her. Je nachdem, was man für einen Prozessor hat, insbesondere bei AMD-Prozessoren, wird immer viel orakelt über sogenannten Dual-Ring-RAM. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist eigentlich, zwei Module vom gleichen Hersteller in der gleichen Speichergröße, damit man zumindest im Dual-Channel-Modus, das macht nämlich einiges aus an Geschwindigkeit, arbeiten kann, raufstecken und gut ist. Für die meisten Anwendungen und Spielefälle und auch wenn man gleichzeitig streamt, aufnimmt und was ich hier so mache, sind 16 GB völlig ausreichend. Ich habe mich also hier entschieden, zwei Module, da seht ihr sie gerade auch nochmal leuchten, neben dem CPU-Lüfter, zwei jeweils 8 GB große Module zu verbauen. Und ich könnte noch zwei 8 GB große Module reinbauen, wären 32 GB. Ich habe erst überlegt, 2x16 zu nehmen. Dann hätte ich das Board nämlich noch bis auf 64 GB bringen können. Aber ich glaube, bis ich die irgendwann mal brauche, man muss da ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen realistisch sein. Ist zwar schön, wenn man das hat, aber selbst wenn man hier viele Prozesse gleichzeitig laufen hat, mehrere Monitore angeschlossen hat und solche Sachen hier, wie ich mache, ist es nach meiner ganz persönlichen Erfahrung völlig ausreichend. Vertraut mir, ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe einfach jetzt schon mehrere Monate damit gearbeitet, muss sagen. So ein System, klar, so ein System hat Grenzen, die sind aber oft auch einfach, man kann schon sagen, bauartbedingt, also insbesondere beim Streaming, beim Livestreaming oder gleichzeitigem Spielen und Aufnehmen arbeiten die, ich sag mal, die Mega-Pros ja meistens mit zwei verschiedenen PCs und einer sogenannten Game Capture Card, die das Geschehen auf einem zweiten PC aufzeichnet und der dann den Transfer ins Internet sendet. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Gaming-PC mit voller Leistung für das Spiel zur Verfügung steht. Bedeutet auf der anderen Seite, ja, auch hier sind Kompromisse nötig. Wie weit diese Kompromisse aussehen, da kommen wir noch dazu und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das denn für euch, Entschuldigung, dass ich ein bisschen schnäufe, ich habe mich etwas erkältet und werde jetzt mal, ich bin ja so ein Mensch, ich schneide möglichst wenig, deswegen tue ich mich jetzt hier mal live schneuzen, werde aber mal das Mikro kurz wegklappen.
damit ihr wenigstens nicht geräuschmäßig belästigt werdet. Und ein bisschen was gegen den trockenen Hals vom vielen Reden muss ich jetzt natürlich auch mal tun. Gut, wir haben über den Speicher geredet. Reden wir doch jetzt über die CPU. Eins der Kernstücke des Rechner-Setups. Da kann ich euch keine schicke Verpackung zeigen. Die sieht nur so aus. Da war also der CPU zusammen mit dem Lüfter drin. Und ich habe mich für einen AMD Ryzen 7 2700X entschieden. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen der Preis-Leistung im Vergleich zu Intel-Prozessoren und auf der anderen Seite eben wegen dem geplanten Setup für Gaming und Streaming. Bis zur Ryzen 7 Generation verglichen mit der gleichen Generation Intel ist es so, dass die Leistung pro Kern in der Regel noch auf Seiten von Intel liegt. Also wer nur zocken möchte, der könnte sich überlegen, vielleicht einen Intel-Prozessor zu nehmen. Für meinen Anwendungszweck ist der AMD-Prozessor allerdings toll, weil ich hier 8 Kerne auf 4 GHz laufen habe und im Boost nochmal einen drauflegen kann, zumindest bei einem Teil der Kerne. Und wenn ich gleichzeitig mehrere Programme zu dem Spiel laufen habe, dann verteilt sich so die Last besser auf die Kerne. Und es gibt da eine Multithread-Optimierung, also ich kann auf den 8 Kernen bis zu 16 Threads, also wie soll ich das sagen? Ich sag mal Programme, vereinfacht, wenn ihr es genau wissen wollt, guckt es euch nochmal an, laufen lassen, die diese Kerne dann nutzen. Nur die allerwenigsten Spiele nutzen 8 Kerne und 16 Threads aus, sodass sich hier ganz gemütlich die verschiedenen Programme die Kapazität teilen können. Da bin ich auch bis jetzt noch nicht ans CPU-Limit gestoßen bei dieser Sache. Wie gesagt, der ein oder andere Kompromiss ist da durchaus erforderlich. So arg ist es aber nicht. Da kommen wir aber gleich noch zu. Eine Komponente brauchen wir aber noch, damit der PC komplett ist. Und zwar eine Grafikkarte. Und da ist es ja so, dass gerade als ich überlegt habe, mir einen neuen Rechner zu kaufen, gerade die ersten RTX-Grafikkarten erschienen sind. Und zwar die RTX 2070, 2080 und 2080 Ti. Mittlerweile, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es hier auch noch eine RTX 2060, die unter der 2070 angesiedelt ist. Aber ich bin froh, dass ich weder auf die gewartet habe, noch dass ich die gekauft habe. Zwar ist die 2060 von der Preis-Leistung her ganz toll. Und auch schön, dass RTX-Features mit drauf sind. Aber die 2060 hat nur 6 GB Videospeicher. Und das mag bei den meisten Spielen noch funktionieren. Aber ich denke, die Zeit kommt bald, wo man froh ist, wenn man 8 GB Speicher dabei hat. Und da habe ich mir hier ein Custom-Modell von einer RTX 2070 geholt. Und zwar von der Firma KFA 2 OC Overclocked. Also das bedeutet, diese Karte ist von Haus aus ein klein wenig übertaktet. Und da kann man auch mit der entsprechenden Tuning-Software noch ein bisschen was rausholen. Ich zeige dir mal ganz kurz. Das ist der, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Das ist der sogenannte Extreme-Tuner. Da könnt ihr momentan sehen, dass halt der Grafikprozessor auf 1410 MHz läuft und der Speicher auf 6801 MHz. Und man kann hier in dieser Software in den verschiedenen Reitern auch noch manuell den Lüfter einstellen, man kann was an der RGB-Beleuchtung einstellen, man kann das sogenannte One-Click-Overclocking aktivieren oder hier auch selber ein bisschen an den Einstellungen rumspielen. Das mache ich jetzt aber mal nicht live, nicht, dass mir die Aufnahme abstürzt. Man kann also die Voltzahl einstellen, man kann das also sowohl bei dem Grafikprozessor als auch beim Speicher. Man kann das Power-Target höher stellen, man kann das Temperatur-Target hochstellen, wobei ich das jedem so ein bisschen empfehlen würde, weil da kann eigentlich so gut wie nichts passieren, trotzdem macht ihr das auf eigene Gefahr. Manchmal, wenn die Grafikkarte an den Leistungsgrenzen operiert, sowohl was die Temperatur als auch was den Strom angeht, fehlt manchmal nur ein Quäntchen, damit die Grafikkarte nicht runterregeln muss. Da fängt dann zum Beispiel ein Spiel an zu ruckeln.
Und das kann man in vielen Fällen vermeiden, indem das Power-Target ein bisschen über 100% setzt und auch ein bisschen höhere Temperatur zulässt. Das tut der Grafikkarte normalerweise nichts. Gut, die GeForce RTX 2070 von KFE2 kommt mit diversen Anschlüssen, mit dem neuen Virtual Link USB 3.1 für zukünftige Virtual Reality Headsets, mit einem HDMI-Anschluss und mehreren DisplayPort-Anschlüssen. Habe ich DVI gesagt? Ich hoffe nicht, ich meinte HDMI. DVI findet ihr aber nicht mehr, aber mit einem Adapter kann man hier durchaus auch einen DVI-Monitor anschließen, habe ich nämlich gemacht. Einen alten Zweitmonitor, da besteht entsprechende Kompatibilität. Wenn denn auch der Monitor mitspielt, dann müsst ihr euch dann mal dementsprechend informieren. So, bei der RTX-Grafikkarte denken jetzt viele daran, naja, also warum sollte ich mir eine RTX-Grafikkarte kaufen? Ich brauche kein Raytracing, ich brauche keine künstliche Intelligenz und außerdem gibt es auch noch kaum Spiele dafür. Da mögt ihr grundsätzlich recht haben, dafür hat Nvidia ja jetzt auch andere Grafikkarten rausgebracht, wie die 1660 GTX zum Beispiel. Es gibt Karten von AMD, die man da auch sehr gut nutzen kann, die Radeon 7 zum Beispiel. Das kann man gut machen. Wenn man aber RTX haben möchte, ist man hier in einem sehr guten Preis-Leistungssegment und ich würde euch doch sehr nahelegen, nehmt nicht die 2060, nehmt wenigstens die 2070. Und jetzt kommt der Punkt, wo es interessant wird für Streamer. Wir haben ja hier die Turing-Chip-Generation und die letzte Chip-Generation war ja die Pascal-Generation. Dort spätestens hat jede Grafikkarte von Nvidia einen eigenen Bereich fürs Grafik-Encoding. Was bedeutet das? Wenn ihr Videos aufnehmt oder alleine nur die Darstellung der Vorschau, die ich auf meinem zweiten Monitor habe, oder ihr streamt, dann muss die Grafikkarte zusätzlich zur Darstellung auf eurem Monitor für das Spiel diesen Inhalt nochmal in ein passendes Format wandeln, um es dann anzuzeigen, zu übertragen oder zu speichern oder alles zusammen. Und da wird es bei der Leistung schon relativ haarig. Man kann hergehen, das machen viele, weil das nach landläufiger Meinung die höchste Qualität bieten lassen, das über die CPU, über den Prozessor berechnen. Das geht auch, frisst aber sehr viel Rechenleistung. So momentan passiert ja hier relativ wenig in dieser Aufnahme. Trotzdem sehe ich hier, mein Prozessor wird zu 14% ausgelastet. Wenn ich jetzt noch ein Spiel laufen lasse, das gleichzeitig aufnehme, streame, was auch immer damit mache, die Vorschau anzeigen lasse, dann bin ich da ganz schön auf 70 oder 80% und dann kann tatsächlich der Prozessor zum Flaschenhals werden und dann kann entweder die Aufnahme Probleme bekommen oder das Spiel kann Probleme bekommen oder eure anderen Programme, die noch im Hintergrund laufen können, Probleme bekommen. So, wie konnte man sich dem behelfen, auch in der Vergangenheit schon, indem man sagt, ich codiere nicht mit dem CPU, sondern ich nehme die Grafikkarte. Das hat in der Regel dazu geführt, das ging ganz gut, nur die Qualität war ein bisschen schlechter als beim Rendern mit der CPU. So, und mit der Einführung der RTX-Grafikkarten wurde dieser Codec und dieser Bereich NVENC, wer es noch nicht gehört hat, oder NVENC, wie auch immer man das aussprechen mag, nicht zu verwechseln mit NVMe, was ich vorhin gesagt habe, zu der SSD-Karte. Das ist ein ganz eigener Bereich, der für die Codierung zuständig ist und der wurde durch mehrere Updates in letzter Zeit sehr stark optimiert und es findet eine Kooperation statt mit dem Hersteller der sogenannten Open Broadcaster Software, die ich für meine Aufzeichnung auch verwende. Das ist ein Freeware-Programm, Open Source, das ihr euch gratis runterladen könnt. Und die sind jetzt aufeinander optimiert. Und was ist jetzt passiert? Es gibt einen Leistungs- und einen Qualitätsschub. Ihr könnt jetzt durch die Codierung mit NVENC von der RTX-Grafikkarte in Verbindung mit der Open Broadcaster Software eine Qualität erreichen, die ziemlich nah an dem liegt, was ihr auf einem Einzelsystem
mit der CPU erreichen können, nur mit dem Unterschied, dass die CPU gar nicht mehr belastet wird. Und noch viel besser, während in der Vergangenheit jeweils der Inhalt aus dem Grafikspeicher der Grafikkarte in den Hauptspeicher des Computers kopiert werden musste, kodiert wurde, abgespeichert oder übertragen wurde, kann jetzt die Kodierung direkt aus dem Videospeicher der Grafikkarte erfolgen, was euch nochmal einen Performance-Schub bringen kann und euch Hauptspeicher einspart. Alleine deswegen ist meiner Meinung nach die RTX 2070 hier in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis von KFA 2 eine ganz dicke Empfehlung wert. Aber jetzt kommt natürlich noch dazu die Raytracing-Kerne und die sogenannten Tensor-Cores. Der eine oder andere hat vielleicht in der Presse verfolgt, dass selbst die 2080 Ti, das Topmodell der RTX-Grafikkarten, in einigen Spielen schon bei Full HD an ihre Grenzen geraten ist. Wer das gehört hat, ruhig Blut. Durch diverse Patches ist das erstens schon mal verbessert worden und durch die künstliche Intelligenz ist ein neuer Kantenglättungsmodus verfügbar, der sogenannte DLSS, Deep Learning Super Sampling. Und während man aus der Vergangenheit noch kannte, naja, wenn ich Kantenglättung anmache, leidet die Systemleistung, ganz falsch. Ohne euch hier das Prinzip von Deep Learning Super Sampling ganz genau zu erklären, es sorgt dafür, dass mehr Leistung zur Verfügung steht. Es ist mit ein paar Vor- und Nachteilen behaftet, aber immerhin, da kommt was, da entwickelt sich was. Und ja, also auch wenn ihr Raytracing jetzt nicht nutzen wollt oder jetzt noch keinen Sinn drin seht, wenn ihr euch jetzt eine Grafikkarte kaufen wollt oder jetzt ein neues System zusammenstellen wollt und habt das Kleingeld übrig, kauft euch diese Grafikkarte. Meine Empfehlung. So, wo bin ich vorhin ausgestiegen? Ich bin vorhin ausgestiegen, als ich eigentlich noch über den schönen Prozessor hier erzählt habe und habe gar nicht zu Ende erzählt, was ich euch dazu noch sagen wollte. Eiderdaus. Wo man nämlich auch bei Prozessoren heute drauf achten sollte, sind die Übertaktungsmöglichkeiten. Da sind die Prozessoren von AMD mit AMX hinten dran relativ weit vorne. Wobei ich hier bei meinem Setup überlegt habe, zunächst mal, ob ich mir, jetzt mal unabhängig von der CPU, was für einen Kühler hole ich mir. Da habe ich mich von Dubaru beraten lassen. Die haben gesagt, okay, und wenn es dann noch mit LED sein soll, dann einen Lüfter von CryoRig. Der ist aber meinen Sparmaßnahmen im Preis-Leistungs-Rechner zum Opfer gefallen und ich habe mich dafür entschieden, den 2700X nicht nur wegen seiner Qualitäten als Prozessor zu nehmen, sondern auch, weil dem AMD 2700X liegt der meiner Meinung nach beste Boxed-Kühler aller Zeiten bei. Das ist den man gerade hier oben so ein bisschen im Bild sehen kann. Ich schalte mal die Kamera hier aus. Nicht nur, dass wir hier eine schöne LED-Beleuchtung drin haben. Nein, er ist auch qualitativ hochwertig und reicht, wenn man den Prozessor nicht oder nicht viel übertaktet, völlig aus. Das kann man von vielen Boxkühlern, die zum Beispiel Intel beifügt, überhaupt nicht sagen. Die sind nämlich oft so schrottig, dass man sowieso einen anderen Lüfter braucht, aber in diesem gratis mitgelieferten Boxkühler, den man ja immer noch irgendwann upgraden kann, macht ihr erstmal nichts verkehrt, spart Geld und habt wirklich einen anständigen Lüfter dabei. Den könnt ihr auch einzeln kaufen, das ist der sogenannte Raid Prism. Der Lüfter ist auch bei dem 2700er ohne X dabei, allerdings dann nicht nur ohne X, sondern auch ohne RGB. Gut. Ja, das ist soweit erstmal das Rechner-Setup. Fragen schreibt sie gerne in den Chat oder in die Kommentare, wie auch immer. Mich interessiert auch gerne, wenn ihr eine abweichende Meinung habt. Ich will auch nicht zu sehr in alle Details gehen. Sollten euch zu einzelnen Themengebieten nochmal vertiefte Details interessieren, lasst es mich wissen. Dann, wenn sich genug Leute melden, werde ich dazu sicherlich nochmal ein Video produzieren. So, und jetzt seid ihr sicherlich gespannt, was dieses ganze Setup gekostet hat, ohne Monitor,
kann ich auch noch erwähnen, da habe ich einen von Asus. Da gibt es ganz günstige 4K-Monitore mit einer Millisekunde Reaktionszeit. Könnt ihr mal bei Alternate gucken, ist auch in der Beschreibung dementsprechend verlinkt. Gut, es gab noch eine preiswerte Kamera dazu, habe ich jetzt hier nicht gezeigt, die Creative Live Cam Sync HD. Die könnt ihr aber, Entschuldigung, also wenn ihr jetzt nicht nur mal über Skype chatten wollt oder so, oder mal was testen wollt, könnt ihr die völlig in die Tonne hauen, vergesst die. Werde ich gleich aber nochmal kurz ein paar Worte zu verlieren. Also inklusive dieser untauglichen Webcam hat dieses ganze Set 1852,90 € gekostet. Bewegt sich damit genau in dem Rahmen, den ich angepeilt habe, weil mehr als 1900 €, also ich wollte zwischen 1800 und 1900 € ausgeben und dafür bekommt ihr ein tolles System. Was die Einschränkungen anbelangt, also ich kann auf dem System viele Spiele durchaus 4K 60 Hertz spielen. Wenn ich die aber gleichzeitig in 4K aufnehmen und 4K streamen möchte, keine Chance. In WQHD 1440p funktioniert das meiste und in Full HD 1080p funktioniert bis jetzt alles. Auch gleichzeitig. Also wenn ihr damit leben könnt, dann ist das System durchaus für euch geeignet, wobei ich sagen muss, dass ich kaum sehr schnelle Action-Shooter zum Beispiel spiele, aber durchaus opulente, grafisch opulente Dinge wie zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider oder auch andere Spiele. Wenn ihr euch einfach mal selber überzeugen wollt, wie die Aufnahmen und mit welcher Qualität die funktionieren mit dem Setup, was ich hier habe, dann schaut euch doch einfach mal ein paar Let's Plays oder andere Videos von mir an, dann bekommt ihr ja einen sehr guten Eindruck. Das muss ich euch ja hier nicht stundenlang erzählen. Guckt euch einfach mal ein, zwei von diesen Videos an. Vielleicht nicht die allerersten, die ich im Dezember aufgezeichnet habe, weil ich da noch ein bisschen an den Einstellungen feilen musste. Ja, was braucht man denn noch so zum Stream? Ja, man braucht eine Kamera oder wie ich. Ich habe zwei Kameras und habe da auch lange überlegt, was kaufe ich denn da? Und habe mich dann entschieden, ich schalte hier nochmal die Kamera dazu. Also das sind auch die Kameras, mit denen ich gerade aufnehme. Die können Full HD aufnehmen. Mehr braucht man normalerweise nicht, weil man nur in den allerseltensten Fällen mal ein Vollbild macht. Das ist jetzt hier mal eine Ausnahme. Das Video, was da gerade im Hintergrund lief, war auch mit einer dieser Webcams aufgenommen. Aber einfach um mich nochmal ein bisschen was zu zeigen. Also meine Empfehlung in dem Bereich lautet, die C920 Pro HD Webcam von Logitech. Es gibt zwar noch ein teureres Nachfolgemodell, die C922. Die kann, glaube ich, nochmal in 1080p statt mit 30 FPS in 60 FPS, also mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Ist meiner Meinung nach aber nicht erforderlich und updaten kann man noch immer. Was hier ganz nice ist, auch wenn man Gäste hat oder mit mehreren Leuten spricht, dass hier sehr gute, meiner Meinung nach für den Preis, sehr gute Stereo-Mikrofone implementiert sind. Ich habe mir jetzt mal welche gebraucht geholt für 50 €. Es gibt noch ein Modell, die C922, wie gesagt, die kann dann mit 60 Bildern pro Sekunde arbeiten. Und was bei der C922 auch noch dabei ist, ist eine Software für einen sogenannten virtuellen Greenscreen. So, diese Software kann man sich aber auch und hat dann unterm Strich trotzdem noch Geld gespart, so kaufen. Das ist die, die ich hier im Einsatz habe. Ich habe hier keinen Greenscreen hinter mir, sondern das Ganze ist Software berechnet. Und zwar ist es die Software ChromaCam von Personify, die man auch günstig bekommen kann. Ja, persönlich finde allerdings, naja, die Qualität, es geht, wenn man sich nicht viel bewegt und die entsprechende Ausleuchtung hat. Ich habe jetzt nicht viel Geld in Beleuchtung investiert, muss ich zugeben. Wert mir wahrscheinlich über kurz oder lang, das hängt aber auch ein bisschen von euch ab, wie viel ihr mir zuguckt, wie viele Abonnenten ich bekomme, wahrscheinlich einen echten Greenscreen holen. Grundsätzlich bin ich mit der Software ganz zufrieden. Das Problem ist, bei längeren Aufnahmen, also diese Software braucht zwingend eine Online-Verbindung, verliert sie diese Online-Verbindung, dann weiß sie nicht mehr, dass ich sie gekauft habe und blendet Werbung ein.
Und ich kann ja nicht mitten in einem Livestream sagen, ich muss mal gerade einen Rechner neu starten. Ne? Also das ist für mich ein Unding. Ich hoffe, dass das noch dementsprechend rausgepatcht werden wird. So, was kann ich euch zu meinem Setup noch sagen, um das Ganze noch abzuschließen? Was habe ich hier noch? Wie gesagt, den Asus-Monitor. Da gebe ich euch einen Link in die Beschreibung. Maus und Tastatur, ganz günstig. Im Zack-Zack-Angebot auch bei Alternate gekauft, als es gerade günstig war. Von Sharkoon, die Skiller, das Skiller-Keyboard. Hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer, ist RGB beleuchtet. Und von Sharkoon, die Shark Force Gaming-Maus. Da bin ich auch sehr zufrieden damit. Dann habe ich hier noch verschiedene Mikrofone ausprobiert, Tischkonferenzmikrofone und so weiter. Ich habe noch ein Bluetooth-Funkkopfhörer-Funkmikrofon von Sony. Und das, was ich hier momentan auf dem Kopf habe, das ist das Corsair Gaming Void Pro Wireless SE. Bin ich ganz zufrieden mit, was den Ton angeht, was die Aufzeichnung angeht. Allerdings finde ich, das Mikrofon könnte noch ein bisschen besser sein. Da werde ich mich möglicherweise nochmal nach etwas anderem in Zukunft umsehen. Schön ist aber natürlich, dass ich mich hier in alle Richtungen bewegen kann und die Tonqualität gleich bleibt bei einem Richtmikrofon oder hier dieses, was man so sieht, die an der Seite festgemacht sind mit diesem Popschutz davor. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich möchte allerdings da jetzt auch nicht so schnell so viel Geld investieren, wenn ich ganz ehrlich bin, und jetzt einfach mal gucken, wie sich dieses mein Hobby in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt, euch weiterhin auch in Zukunft meine Videos anschaut, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abonnement, und wenn ihr immer wissen wollt, wenn ich ein neues Video veröffentliche, dann aktiviert doch auch das Glöckchen-Symbol, dann bekommt ihr dementsprechend immer eine Nachricht und wisst sofort, was bei mir los ist. Gut, das ist es dann gewesen an dieser Stelle. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.